Ja, man sieht es, ich habe keine Haare mehr, aber ich schwitze wie ein Esel. Ja. Was für ein Goal. Einer von meinen Lieblingsspieler, Jan. Ja, kann ich verstehen. Ja, ist angegangen, gell? Dort, wo ein Verteidiger muss stehen, im Slot, und dann macht er sie between the legs. Ja. Das ist einfach krank. Ich sage, der beste Spieler, den wir hier in der letzten Jahr. Ja, den werden wir noch vermissen. Den werden wir vermissen. Jetzt zieht er weiter auf Schweden. Und ich glaube, in Genf werden sie sich lange zurückerinnern. Nicht nur an diese Szene, oder? Der Jack hat er unbedingt machen, den Rat geben. Ich meine, er provoziert es ja auch, er weiß ja auch, wie es geht, oder? Hagi, machen wir ein Rollenspiel? Wenn wir das spielen, oder was? Willst du Dido sein oder der Rat geben? Ich weiss, jeder Dido glaubt es. Weil als Rat geben hat irgendwann ein bisschen Angst bekommen. Glaub's. Und dann kommt das, was ich nicht mehr okay finde. Schau dir mal die Körperhaltung vom Dido an. Ja. Sind denn da die guten alten Broncos? Da, jetzt kommen sie. Genau. Die müssen viel früher kommen. Ja gut, er ist da leicht out of control, würde ich jetzt mal sagen. Du merkst es schon. Ja. Für mich, der Christy Domenico, er ist ein Zahnz in der Suppe, das braucht. Ja. Ja, mich friert's. Das war eine unglaubliche Szene. Das für mich eine der grössten Szenen in dieser Saison. Schluss ist er nicht Meister geworden, aber Meister von den Herzen. WM-Rekordtorschütz in Davos. Legenden, oder? Team Klose. Und schau jetzt. Wo sind die geilen Karten? Können wir den nochmal haben? Das ist so geil. Ah! Uiuiuiuiui! Was für ein Zauberstückchen. Ja, wirklich. Hast du gesehen, immer bei dem Ehrbuch-Goal von Thomas Teller, der will selbst das Goal vom Jahrhundert, aber ich glaube, jetzt im Simon Moser hat er seinen Meister gefunden. Ich glaube, das ist das Goal vom Jahrhundert. Und der Simon Moser ist ja als vieles bekannt, aber als filigran Techniker würde ich ihn wahrscheinlich nicht bezeichnen, aber da. Ich glaube, es war der Höhepunkt von der ganzen SCB-Saison. Boah, was für eine Kiste. Und drin und schau, 7 Sekunden und 400. Vorschluss. Ja. Er ist einfach nach wie vor mit 37 Jahren eine riesige Figur, nicht nur neben dem Feld, sondern eben auch auf dem Feld. Das haben wir jetzt hier gerade noch wunderbar gesehen. Einfach Instinkt pur. Auch vergiss nicht den Conti. Also hier habe ich gemeint, wir sind in der Verlängerung dort, das ist logisch. Aber Damian Brunner hat keinen Bock gehabt. Unfassbar. Was hat er gemacht? Den Stock gewechselt, dass er hat irgendwie im Fahren gemerkt, ich habe den Falschen in der Hand. Für mich ist das eben die Szene des Jahres. Ich meine, was der da macht, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Wir haben Corona gehabt, die ganze Liga oben rein brüllt, bis es Morgen mehr gibt. Wir haben kein Geld, Spieler verdienen zu viel. Jetzt sind wir da. Ich weiss nicht, wie viele Trainerwechsel es in dieser Saison schon wieder gegeben hat. Ich weiss nicht, ob irgendein Team noch 6 Ausländer hat, oder 7, 8 oder 9. Und kein einziges Stadion bringt es her, dass man eine scheiß Kamera auf der blauen Linie hat. Ich meine, wir haben wieder 5 Minuten gebraucht, bis man überhaupt ein Frame gefunden hat, wo die Scheibe über der blauen Linie ist. Das ist lächerlich und es geht einfach nicht. Und da müssen sich einfach die oben rein mal etwas überlegen, wenn wir professioneller werden. Wutrede vom Jahr am 1. Januar 2023. Ja, die bundesrätliche Neujahrsansprache. Oder das Wort zum Sonntag. Beides gestimmt. Ja. Aber selten so eine gute gehört, ehrlich gesagt. Ja, von der Intensität und allem und so. Also. Inhaltlich kann man natürlich darüber reden, immer, oder? Genau. Wenn man dann alles sieht und kennt und alle Zusammenhänge kennt, definitiv. Oder? Da merkt man auch, die Spieler müssen sich nicht immer um alle Zusammenhänge kümmern, darum dürfen die auch mal so rauslassen. Giovanni Brunner, will ich das sagen, ne? Giovanni Brunner, Kamera liegt da, Kamera leer, Flasche leer. Wahnsinn, die Brandrede der Saison, oder? Also,
Oh ja. Ah. Oh ja. Dritte Overtime. Ja. Tanner Richard. Also nein, der Pouliot hat sie noch abgelenkt. Genau. Aber natürlich in Genf brechen alle dem. Ich bin mega froh. Ich habe daheim geschaut und ich war dabei beim längsten Spiel, noch 3 Minuten länger gegangen. Wenn man denkt, jagt mir jetzt den Jan den Rekord ab oder nicht? Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur Zuschauer. Der Tanner Richard hat für mich geschaut. Als Brüder. Ist alles gut? Mir geht's gut, Mann. Ich weiss noch, wo mir das passiert ist und ich habe auch dort gewusst, es ist vorbei. Irgendwie so das erste Gefühl. Und ich bin halt viel brüllend bei ihm daheim geguckt. Ja, das ist schon viel vorgekommen. Weil man halt das ganze Leben, es hängt alles von dem Sport ab. Und nachher macht es einfach zack. Und es ist vorbei. Ich bin dort in dieser Kabine gehockt. Und es ist aus dem Nichts gekommen. Ich habe den Marc Wiese schon ein paar Mal gesehen und gehört. Der Marc ist für mich einer, der sehr analytisch denkt, auch so eine Situation. Aber da hast du gemerkt, es ist dann wirklich alles vorgekommen. Alles. Ich meine, so Bilder. Ich meine, das zeigt ja auch das Vertrauensverhältnis zwischen Clubs, Spielern und uns als quasi Botschafter vom Eishockey. Und ohne das würde es nicht funktionieren und nicht gehen. Und ich glaube, die ganze Eishockey-Community ist dankbar für so Szenen, für so Bilder. Das ist eine Szene, die mich unglaublich berührt. Mhm. Die Bruderliebe, das Umgehen mit dem Schicksalsschlag des einen, sich gleich freuen über die eigene Karriere. Bruderliebe, ja. Gibt es ganz selten im Sport, wo man so sieht. Danke, Wiesers. Das hast du jetzt schön gesagt. Und dann, warum es läuft? Ping-Pong! Wie bist du Jan Kollamanier, oder? Ich hätte jetzt gesagt Miro Klose. Ja, aber weißt du, es ist in den Tropf gegangen. Zum Glück habe ich einen Helm an. Also, weil etwas anderes hat er in dem Moment gar nicht gedacht. Ich habe es auch gar nicht gespürt, habe ich das Gefühl gehabt. Schau, Hagi, wenn da mehr Haar als da, dann Karriere. Ja, es war beeindruckend, die Kulisse heute Abend wieder. Und, ja, es ist auch, es hat gezeigt, dass ich nicht alles falsch habe gemacht habe, wo diesen 20 Jahren. Und wir haben doch das eine oder das andere Mal etwas gewinnen mit den Jungs zusammen. Als der angefangen hat, Nazi anzuspielen, war ich 5. Das musst du dir mal vorstellen. Und mein erstes Nazi-Anspiel, das ich gesehen habe, ist der Bido Gerber auf dem Feld gestanden. Also Legende und dann mit der legendärsten Frisur, definitiv. Also. Oh, oh, oh. Robert Meyer. Ah! Oi, 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 oi. Und wir haben ein Goalie-Goal. Ja. Ja, wen einen, dann der Robert Meyer. Ja, und wenn du gefragt hast, Robert Meyer, hast du je gedacht, dass man hat gesagt, ja, das habe ich gedacht. Er hat auch das Selbstvertrauen. 100%. Und er ist auch der, der das in dem Moment da weiss, jetzt probiere ich. Also ich bin fast vom Stuhl gefallen. Wie ist es reingegangen? Ja, ich weiss auch nicht. Ich habe Henrik gesagt, dass wenn ich Chance habe, schiesse. Aber ja, ich realisiere es irgendwie immer noch nicht. Goalie-Goal zählt doppelt, oder? Sveberger gross! Die Scheibe noch frei, noch einmal gross! Und dann springt er! Sveberger! Absolut spektakulär, wenn er sich da ins Zeug hineinlegt. Ich würde sagen, Sveberger hat fast mehr Saves gemacht als Goal geschossen. Ich verstehe mich richtig, Sven. Das war nicht irgendwie ein Angriff auf dich persönlich, sondern es war einfach ein flapsiger Spruch. Man sieht nicht hinter Kulissen, wir wissen nicht, was alles hinten dran abgelaufen ist. Auf ihn bin ich nächstes Jahr sehr, sehr gespannt. Mega gespannt, ja. Was jetzt da nach dem Sommertraining möglich ist, ob er da den Tritt wirklich findet. Jetzt einmal, zweimal. Dreimal wird er traktiert, viermal, fünfmal, sechsmal, nachher das Grinsen. Crosscheck und Crosscheck, aber die finnische Ruhe, dem ist sowas von egal.
Aber als Guerra, irgendwann muss man ihm mal sagen, du solltest einfach nicht an einem Felsrüttel. Das auch, ja. 106 Kilo, ja. Er nimmt den Kali gar nicht ernst. Also, was wollt ihr von mir? Nicht einfach jetzt, aber für mich zu den Fans sehen, nach diesem Spiel, es ist für mich so emotionell. Ja. Kartoffelsalat, ja. Nein, ich jetzt will bringen. Ah, sorry. Kein Kartoffelsalat mehr. Nur noch Chips, ja. Gibt es nicht oft, dass ein Ausländer so eine Identifikationsfigur bei einem Verein wird? Dem nimmst du es dann ab, wenn er aufs Club abklopft. Da haben wir ja ganz viele, die da herklopfen. Das ist ja fast inflationäre Bewegung, oder? Und ihm nimmst du es ab. Ah, ich weiss nicht, aber mit dieser Stromrechnung hier im Zug geht etwas nicht auf, weil da ist die Heizung viel zu fest da. In der Garderobe? Ja, dort haben sie, glaube ich, die Heizung gut geschraubt. Und Sauna oder was? Wir haben Sauna? Ja. Ja. Wie man sieht, ich habe keine Haare mehr, aber ich schwitze wie ein Esel. Ja. Nein, es ist super, haben wir die Interviews. Ja. Ich finde, es ist ein riesen Mehrwert. Können wir das so machen? Und danke allen Spielern, die immer hergestanden sind. Dass sie anstehen, definitiv. Und so geplaudert haben mit uns. Ist nicht einfach 0815. Flash-Interview. Hat eigentlich irgendjemand die Heizkostenabrechnung vom EVZ mal noch gesehen von dieser Saison? Ich habe nur mal etwas gehört. Gerade der Damien Brunner, der zur Garderobe rausgekommen ist. Müsst ihr das mal schnell schauen? Der zieht sich fast ganz ab in der Pause. Schau mal. Der hat noch nicht gerade viel an, könnte also nicht gerade weiterspielen. Das ist aber sein Ritual. Intime Einblick beim iSports. Wo genau zeigt da eigentlich der Jan an? Ich zeige da zwar so drauf, aber wir haben das eigentlich gar nicht gesehen. Wir sind da gestanden, weil der Mike Künzli einen harten Check kassiert und es ist fraglich, ob er kommt zurück oder nicht. Und dann habe ich gesehen, wie er da im Garderobengang verschwunden ist und eigentlich haben wir gewartet, bis der Mike Künzli wieder zurückkommt. Oh, der neue Tempel, der neue Zürcher Tempel. Swiss Life Arena und dann Legende Ari Sulander, der das Plakat hineinträgt. Und die Helden aus der Zürcher Dynastie, ja, die als neue Hallendach gezogen werden. Ja, und Zürich richtig feiert. Und wenn ich die Auslastung anschaue, ja, die sind fast bei 100%. Ja. Also eine riesige Geschichte und super schön, dass das Zürcher Publikum da über die ganze Saison so regelmäßig ist, Hockey schauen und richtig Spass hatte drin. Vazanen, im Zuspiel Phil Poulin und dann Leonardo Cenoni. Die Saves, die er macht, sind nach wie vor magistral. Ja. Ehrlich gesagt, für mich ein Übermensch gewesen. In den letzten mindestens zwei Saison. Heuer war er für mich das erste Mal Mensch gewesen, jetzt trotzdem safe. Zeigt das mal dem Setter. Und dann musst du ja die Wiederholung schauen, oder? Nein, dann schaust du den her, jetzt habe ich gerade wieder, habe ich es gerade wieder gemacht. Wie viel Pech kann man nur haben, wie viel Unglück kommt da zusammen in so einem Moment? Ja, er hat ja dann im Nachhinein zu Protokoll gegeben, dass also er schon beim Rückwärtsfahren hat er gemerkt, kommt nicht gut. Und ich meine, ich hätte ja dir gerne Unrecht gehabt, als ich gesagt habe, das war wahrscheinlich der letzte Auftritt von ihm in der Schweiz. Was passiert in einem innen, wenn das Goal passiert? Also ich habe Gesichter ja schon gesehen, aber was war bei Ihnen los? Ja, Schalter ab, schwarz, nichts mehr gesehen. Ja, Hauptsache gewonnen, fertig, scheißegal. Danke vielmals. Schönen Abend zusammen. Halbe Es, Licht geht da, der Tenner verbreitet Stress im Spunden. Nein, der Tenner. Ja, es war halbe Eins. Tenner, wie es nur der Tenner kommt. Fertig, scheißegal. Danke vielmals. Schönen Abend zusammen. Schönen Abend, ciao zusammen. Auch noch. Siehst du nur. Ja, es war wirklich eine mentale Superleistung, die abgeliefert haben. Definitiv. Wow, Harry Setteri, finnische Wand. Hey, eigentlich ist ja das vom Stuhl alles super rausgespielt, oder? Ja, perfekt. Sie können es eigentlich nicht besser machen, muss ich sagen. Das ist dann, da ist der Goalie oben schon auf der Zunge und dann kommt der noch. Zeig das mal an Cenoni. Rundquist. Und dann das Tor. Und es ist doch tatsächlich Jordan Howard. Das ist doch nicht zu glauben. Das war wohl der Moment der Saison im Grundhut. Ja. Das Nummer 93 schiesst in der 93. Minute den Game-Winner.
Also, da machst du ein Goal in der National League. Und also, es gibt solche, die haben wahrscheinlich 50 Goal geschossen, aber nie so ein wichtiges. Jordan Howard, Clublegende. Ja. Identifikationsfigur, Präsidentensohn. Und in den Aufabstiegsspielen ein absoluter Gamechanger, das Goal. Also, weißt du, wir jetzt so zusammenknallen von uns, und Linus, so wird uns nicht logisch. Nein, ich werde Lino. Ja. Ich bin der Kleinste, ich bin der Leichteste, aber ihr müsst mich zuerst mal verwünschen. Also unfassbar, dass zwei aus unserem Playoff-All-Star-Team ineinander reinrasseln. Das sind nicht irgendwelche, nicht despektierlich gemeint, Viertlinienstürmer. Es sind der Tömmernis und der Richard. Für mich das Goal der Saison. Königlicher Besuch in unserem Studio. Und der Walsi. Walsi gegen Stucki. Der rechts hier, aus dem Blumenzentrum, der hier am anderen gegenüber steht. Ich hatte so Angst um den Walsi. So Angst. Ich glaube, er könnte schon längstens den Tisch kaputt machen. Mit dem Nicht verletzen! Das wäre mir so nicht recht gewesen, dort im Studio. Der Walsi schaut mir nach wie der Professor. Wir machen es nicht. Und nicht verletzt? Nein, ist gut. Das versorgt mich. Jetzt muss ich den Fachmann reden lassen. Das musste ich auch jenste Mal anschauen. Ich war daheim und den Match im Fernsehen geschaut. Und dann da stopp, jetzt einen Moment. Zwischen den beiden. Nein, wo will er hinspielen? Ja. Er spielt nicht zum Schröder, der vorne steht, sondern zum Moi hinten dran. Ja. Also den mal gesehen, okay. Aber jetzt schau mal, was hat er für eine Möglichkeit? Da über so den Stock. Zwei Stöcke dazwischen, ja, genau. Es gibt es gar nicht. Er sieht die Passlinie, die kein anderer Mensch sieht. Und er kann dann noch so spielen. Wir können ins Auto gehen. Hätte können ins Auto gehen. Ist zum Glück nicht, darum können wir darüber lachen. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, ich meine, du machst in dem Moment hast die Augen zu. Ja. Da bin ich 100% sicher. Aber stell dir mal vor, eine Zeitlupe, da hast du ja den Böck da und er bleibt stehen. Also, wow! Ich glaube, es war für ihn auch ein bisschen ein Schockmoment. Ich glaube schon, man muss sich schon schnell schütteln. Also, das ist nicht ohne. Das erlebst du wahrscheinlich auch nur ein, zwei Mal. Ja. Ja, genau, nicht mehr Schluck. Ein Schluck, zwei Schluck, drei Schluck, Schluck, Schlücker, Schluck. H2O. Ah, ist das der Witz gewesen? Darum hast du noch einen Schluck Wasser genommen? Hashofer Olofsson. Super gemacht, ja. Der kurft. Der lässt laufen, der kurft. Und irgendwann. Zack! Er will ja passen. Schau, er schaut, aber es ist halt gerade einfach keiner. Dann machst du es halt selber. Du versuchst mich zu weinen zu bringen, oder? Ja, doch. Es ist schwierig für mich, das zu verarbeiten momentan oder im Moment. Das ist unglaublich, was hier diese Saison passiert ist. Ich bin sehr stolz auf uns. Die Szenen, die wir eigentlich in dieser Saison hatten. Ja, auch er hat Sachen geleistet, die wir uns nicht vorstellen können, wie das für ihn war. Mit all diesen Therapien, die Last und so. Aber auch das, schau mal. Chef, Freund, Vorbild, auch einer. Muss man einfach mal gerne haben. Ja. Es war gerade die Finalserie fertig vorher. Ein paar Minuten. Es ist gerade die Meisterschaftsentscheidung gefallen. Jeder hat den Respekt vor dem anderen. Man schaut sich in die Augen, man gibt sich die Hand. Ich habe so viel Freude an sie. Amen. Handshake nach Playoff-Serie ist eines meiner Lieblingsfernsehprogramme. Es könnte für mich eine eigene Sendung sein. Wir sollten am besten 16 Kameras haben aus allen Perspektiven und ich könnte da stundenlang zuschauen. Jetzt ist es also soweit. Wir gratulieren. Genf Servette ist Schweizer Meister 2023. Für die
verdienter Meister, definitiv. Gut für die Hockey-Schweiz. Ja, mega. In diesen 118 Jahren nie Meister geworden, 3 Finale verloren. Was muss das für eine Befreiung sein? Ja, Erik Cassien. Ja. Das ist der Fan, der im Rollstuhl sitzt, der eine tragische Geschichte erlebt hat, oder? Der wirklich alles verloren hat in seinem Leben. Es war eben nicht, für mich nicht eine einseitige Sache, von er will den Spieler tangen. Nein, jeder Spieler. Aber nicht einer ist einfach neben durchgelaufen und hat, oder nur irgendwie, sondern jeder ist zu ihm. Jeder hat eine Hand, dass sie nicht oft Eis geholt haben. Im grössten Triumph von ihrer Karriere. Hey, wow. Und die Freude, der Rot, wie der den Pokal hochhebt, da merkst du wirklich eben das erste Mal Meister. Und das Ganze, das hat vibriert. Ja. Oder? In dem Stadion hinein hast du es richtig in der Luft gelegen. Ja. Und so ein Moment, das ist wirklich, also, ja, das ist unbezahlbar. Das wird nie mehr einer vergessen, der dort auf dem Teambild drauf ist. Das ist fantastisch. Fantastisch. Cool, he? Können wir solche Momente erleben, über solche Szenen reden? Ja, macht doch schon Lust auf die nächste Saison. Ich wollte gerade sagen, also ich wäre froh, es ging möglichst schnell los mit der neuen Saison. Jetzt sollen wir mal runterfahren, dann all die Emotionen verarbeiten und dann gehen wir in den Kraftraum pumpen, oder? Ja sicher, Sommertraining steht da, dass wir rechtzeitig ready sind für die neue Saison. Ich freue mich jetzt schon, wird geil. Ja. Für geile Saison. Wer ist da eigentlich bei uns zuständig für den Schalter? Aus, Schwarz, schönen Abend zusammen.